Fränkel Frotzelt präsentiert. Battlefield 4 Online. Girls Wanna Have Gun. Tag, Holzköpfe. Herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4 Spezial. Girls Wanna Have Gun. Mit meiner super duper Braut Bina. Sag hallo, Bina. Hallo, Bina. Und mit mir der Mone. So, wir haben heute eine Special Challenge, ne, die du ja angenommen hast, nämlich Heli fliegen. Also ich muss Heli fliegen. Und du ballerst hinten drin, was das Zeug hergibt, richtig? Genau, ich probiere es. Ja, ich auch. Das wird sehr chaotisch. So, wo soll ich erstmal joinen? Also unser Heli ist ja gerade weg. Wir können ja vorher erstmal kurz besprechen, wie das mit dem Heli jetzt überhaupt läuft. Ja. Also ich werde versuchen, dich so weit wie es geht zu reparieren. Das bedeutet, wenn du getroffen wirst, keine Panik. Ich sitze dann auf deiner Tragfläche und repariere dich. Cool. Ich werde versuchen, wenn wir... Auf dieser Karte haben wir leider nur Scout-Helis. Das bedeutet, ich kann nicht schießen, als Gunner machen. Aber ich werde drin sitzen und mit der Stinger ein bisschen versuchen, die Helis zu ärgern. Okay, heißt das, ich muss ballern? Du musst ballern. Du musst fliegen und du musst ballern. Ich muss beides machen. Das Blöde ist, du bist noch nie geflogen. Das bedeutet, du hast noch nicht viele Sachen freigeschalten. Ja. Das bedeutet, wir sind ein bisschen hilfloser als vielleicht manch andere. Aber ich würde sagen, das kriegen wir... Wir sammeln jetzt 100 Millionen Punkte. Das machen wir mit unserem Charme weg und wehe, ey, wenn uns einer abballert. Aber es kann halt sein, dass wir nicht rund um die Uhr den Heli kriegen. Wir wollen ja auch nicht unser Team so sehr belasten. Ja, wir versuchen es aber, ne? Wenn wir was versuchen. Irgendwo rumsteht, dann springen wir da rein. So, muss genau, ich starten auf der US-Basis? Fangen wir bei der US-Basis an. Alles die Karte klar. Hatten wir schon mal. In der Tat. Bina, ich bin hier. Wunderbar. Ich folge dir auffällig. Mhm. So. Wie immer, wenn du Heli siehst, markieren. Mit den Q. Mit Q, den werden wir gleich mal ein bisschen ärgern. Habe ich gemacht. Ach, den haben wir. Den hast du aber abgeballert, ne? Ja. Was hast du da für ein Gerät? Das ist die Stinger, die kriegst du, wenn du öfter mal als Pionier spielst. Oh. Ich habe jetzt extra für unsere Challenge ein bisschen Pionier gemacht, damit wir die hier schön sehr ärgern können. Sehr. Allerdings ist das... Vorsicht, Tag. Ja, ich hab's gesehen. Scheinbleiter. Sie ist sau. Schnell weg. Versteck dich am besten hinter unserem Tank. Ja, ich geh jetzt erstmal hier zur Seite. Hinter dem Hügel. Ist da noch einer? Nee. So, wo bist denn du? Ich bin quasi links über den Hügel gehuscht. Wunderbar. Siehst du mich? Ich sehe deinen Namen, ja. Ja, ich dich auch. So, müssen wir mal gucken. Genau. Was müssen wir hier überhaupt eigentlich machen? Flagge einnehmen oder was? Genau, der Modus wie immer. Okay. Conquest Large, also großer Ort. Aber ich kann mich jetzt zwar nicht an die Karte erinnern, muss ich sagen. Doch, die haben wir aber ganz am Anfang schon gespielt. Okay. Denk dran, die beiden Häuser in der Mitte, da ist am meisten los. Ja. Weshalb ich jetzt sagen würde, schön aufpassen, dass du recht... Ich hab einen erwischt! Ja, ich muss mal hier ein bisschen aufholen, ne? Das kann ja nicht Sunny? Sein. Du bist Sunny, werf dir mal ein Medipack hin. Das müsste die 4 sein. Ja, habe ich schon. Genau, dass man ein bisschen auflädst. Seht ihr, Leute, wie ich das auschecke? Ja, beim Aufladen gestorben. Voll geil. Die Sau. Das gibt's ja wohl nicht doch. Nee. Ah, der war aber auch versteckt, das war Scheibenkleister. Ja, vor allem weiß der irgendwie, da ist mal am Wunden reparieren. So, wo joinen? Bei mir. USF? Ne, bei mir. Klick mal auf mich drauf. Mich müsst, also an der Seite, bei der Minimap, neben der Minimap siehst du doch den Namen. Genau. So, da bist du auch schon. Dort sind recht viele Leute, also wir gehen mal ringsherum. Ja. Nicht wir sind mal taktisch, ne? Machen wir heute mal. Genau. So, wir haben lustigerweise vorhin mal ein Thema angeschnitten, gell, über das wir ein bisschen quatschen könnten, wenn hier nicht so viel los ist. Nämlich quasi kontrolliertes Träumen, nenne ich es jetzt mal. Du hast ja den Fachausdruck parat. Luzides Träumen, ja. Oder genau. Lucid Dreaming. Klingt wie Lucifer, irgendwie ein bisschen teuflisch. Ja. So, ich sage vorsichtig in dem Haus, die sitzen so meistens oben auf den Dächern. Ja. Ja, also schön. Ja, genau, von Inception. Ich bin durch Inception drauf gestoßen. Alles klar. Der Film ist schon sehr cool, muss ich auch sagen. Das war... Ja. Da hat man viele Parallelen gefunden zu so eigenen Träumen, die man mal hatte irgendwie, ne? Finde ich. Ja, insgesamt so dieses ganze Thema. Ich wusste ja nie, dass man sich damit so beschäftigen kann. Ja, ich habe es ja auch mal probiert. Da gibt es ja auch Bücher, wo man es intensiv eben
seine Träume beeinflussen kann, indem man sich zum Beispiel Traumfreunde, ja, erträumt, die einem dann zum Beispiel helfen, wenn man Albträume hat. So war es bei mir zumindest. Mhm. Ich habe immer wirklich schlimme Zombie-Träume gehabt. Man mag jetzt lachen da draußen, es ist auch völlig okay. Aber wenn man das fast jede Nacht hat und man irgendwie wirklich panisch dann irgendwann aufwacht, hat man da irgendwann keine Lust mehr drauf. Ja. Ja, von Untoten verfolgt zu werden. Ich glaube, man kann sich Geileres vorstellen. Du musst nicht so viele Killerspiele spielen immer. Ja, das sind ja aber mehr dann so wirklich die Filme, ne? Und ja, zum Teil hat es sogar wirklich geholfen, muss ich sagen. Oh, feindlicher Panzer. Aber man muss wirklich dranbleiben und ich fand es sehr schwierig. Ja, also viele können das ja einfach so, also die sagen, ach nee, mach ich doch sowieso schon die ganze Zeit. Ich hab's mir erst beibringen müssen, aber ich hab's auch nur eine Zeit lang geschafft, wenn überhaupt. Ja, und was machst du jetzt? Also machst du's noch? Na, das... Das ja, klingt also, komisch, ne? Machst du's noch? Ja, ich... Hinter uns! Ah, ich probier's noch, aber es ist halt echt... Also wenn du es nicht rund um die Uhr machst, Traum aufschreiben und alles, dann kannst du es eigentlich... Stimmt. Dann ist es Glück. Ja, stimmt. Man muss das nämlich aufschreiben. Ja. Und jetzt muss ich warten, bis du grün bist, ne? Dass ich bei dir joinen kann. Ja, ich wollte gerade sagen, wir könnten uns einen Panzer nehmen, aber die sind jetzt gerade bei weg. Komm, wir machen Quad-Spawn hier. Jawohl. Ja, dass man sich's eben aufschreiben muss. Huch! Genau, ja, so fängt es ja an, dass du dir eben anfängst, ein Traumtagebuch zu machen, dass du immer alles aufschreibst. Genau. Und irgendwann dann eben die immer mehr merken kannst. Das bedeutet, dass du auch merkst, wenn du einen luziden Traum hattest, weil sonst hast du einen und kannst dich halt nicht dran erinnern. Weil eigentlich ist das Sicht... Wunderbar. Hast du fein gemacht. Reden und fahren. Ja. Weil sich das dran erinnern ja eigentlich auch eine Art Fehler im System ist, im Hirn. Man sollte sich ja eigentlich nicht dran erinnern, aber... Ja, oft sind es ja wirklich halt nur Fetzen oder so kurze Momente, ne? Mal den Heli? Ach, der ist schon down. Wo ist er? Nee, ist schon runter. Wollte den Heli ärgern. Hüpf mal wieder auf. Wo ist der denn? Ach, da. Da bin ich. Ja, also ich fand es sehr anstrengend. Vor allem, wenn man vor dem Einschlafen wirklich dann ganz fest daran denken muss, was man träumen möchte. Ja. Da war ich teilweise einfach echt zu müde, muss ich ehrlich sagen. So, scheiß drauf. Vor allem nachts. Oh, 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 oh. Heli. Warte. Wo denn? So sehe ich denn, ne? Ich bin tot. Ich hab wieder sonst so Sniper, ja. Na super. Arschloch. Hinter Komm uns. Du mir nach Hause! Jetzt hätten wir uns aber auch nicht direkt auf die Straße stellen müssen, habe ich jetzt geschlafen. Aber so viele Helis gibt's hier nicht, ne? Die wir uns jetzt mal catchen könnten. Nee, war jetzt nur ein Heli. Ja, wir kriegen das aber schon hin. Ich denke auch. Erstmal direkt verloren. Aber wir waren gut. Ich finde auch. Das ist doch ein Kill, oder? Einen hatte ich, glaube ich, ja. Ich muss mal gucken. Kann ich jetzt gerade nicht gucken. Wir sind aber auch recht spät dazu gejoint, also das ist jetzt... Ja. Naja, ein bisschen Pünktchen habe ich auf jeden Fall bekommen. Schauen wir mal, ob ich aufsteigen darf. Naja, einen Kill. Ich bin Letzte, aber das macht nichts. Die letzten 2 Sekunden waren wir drin. Das ist okay. Ja, na, wie gesagt, wir waren ja gerade die letzten paar Tickets noch da gewesen. Genau. Was war denn so dein erster luzider Traum? Kannst du dich daran erinnern? Nee. Das weiß ich. Also ich weiß nur, dass ich eben häufig zum Beispiel auch einen Albtraum hatte als Kind. Mhm. Das war irgendwie im Schlafzimmer meiner Eltern und ich lag da auch wirklich im Bett. Also ich war da ich selbst und da kam aus der Ecke immer irgendwie wirklich so ein der Klassiker, so ein Monster halt, ne? Der mich fressen wollte. Und den hatte ich ganz, ganz oft und ganz lange. Und da habe ich dann eigentlich gedacht, so, ich muss den jetzt mal irgendwie loswerden. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Immer wieder dasselbe. Und ja, irgendwann war der dann aber verschwunden. Aber ich weiß nicht, ob ich es damit irgendwie geschafft habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war, ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt wirklich bei mir funktioniert hat. Das Bewusstsein war manchmal da, ich träume. Aber dann habe ich nicht durchgehalten. Kannst du schon joinen, oder? Nee. Gut, ich hab uns erstmal den Heli geschnappt. Ja! Ich fliege hier erstmal noch kurz ein bisschen rum. Es tut mir natürlich leid für meine Teamkameraden, dass ich jetzt hier nicht viel Sinnvolles mache, aber... Ach. Also fliegen kann ich halt auch nicht, ne? Also da... Das macht nichts, da schauen wir mal, wie ich das irgendwie hinkriege. Also echten Heli bin ich ja mal kurz geflogen, aber ich glaube, das ist komplett was anderes, weil man da zum Beispiel nicht ballern kann. Das wäre es ja wirklich. So, beitreten. So, warte mal, dann lande ich den jetzt mal hier kurz. Jawohl.
Ja, oh, landen, ganz fiese Geschichte. Vor allem, dass man nicht gleich wirklich crasht. So, dann steige ich aus. Und steige als Erste wieder ein. Yep. Da bin ich. Bist du drin? Yep. Na dann. Ready to rumble. Ja. Was wir jetzt vor allem machen, ist aus der Luft Gegner spotten und feindliche Helis wegbratzen, genau wie Tanks. Die werde ich versuchen, dir alle zu spotten. Ja, dass ich dann weiß, wo die sind, ne? Genau, jetzt flieg mal ein bisschen zu D hin, aber nicht unbedingt gegen... Stopp! Genau, den können wir nämlich noch ein bisschen ein... Halt. D hast du gesagt, ne? Ich muss erst mal mich orientieren. Rüberfliegen über das zweite Haus, dass wir den Punkt ein bisschen mit einnehmen. Aber der ist schon eingenommen. Dann könnten wir jetzt zu E, der ist von den Gegnern eingenommen. Ach, E ist gerade auf 12 Uhr. Genau, ich habe den Tank markiert. Der blinkt jetzt rot. Ja. Und da kannst du drauf bratzen. Jetzt ist gegenüber noch ein Heli. Ah! Stopp, hoch. Priorität auf Helikopter. Ja. Gott. Fliegen, schießen gleichzeitig. Ist der tot? Der ist abgestürzt. Ja? Dann, ja, der hat auch nochmal eine Stinger mitgekriegt. Also dann haben die, das haben wir das alle. Ey, der ist bei uns! Oh, halt, stopp. Oh, tot. Oh nein. Das ist voll ätzend, weil mit der Maus normalerweise möchte ich den steuern, ja? Also quasi rauf, runter. Oh, wir haben einen Baum gefällt, siehst du? Können wir gleich mal heute. Genau. Forstsimulator. Forstsimulator machen, so schaut's aus. Zack. Hey. Achso, wir können nirgendwo jetzt gerade beitreten, ne? Doch, bei mir. Ich bin wieder im Helikopter. Ja, ich kann aber nicht, sagt er. Na, klick mal nochmal. Kannst du nicht? Nein. Warte mal, dann lege ich den jetzt, stelle ich den jetzt ab, dann gehst du auf US-Basis, komm auf US-Basis. Dann gehst du hier rein in den. Ach, Team-Setup, ich bin im falschen Team. What? Nee, du bist bei uns drin. Stimmt. Auf die US-Basis, versuch mal dort zu joinen. Geht nicht, ich habe nur hier D, B, A, R, U, US-Basis ist weg. RU, Entschuldigung, nicht US. Aha, ja. Na, die blaue. Da ist sie mal. Also. Bin drin, du auch? Jawohl. Hey! Karambolage. Was soll denn das? So, gleiche Chose. Helikopter voraus. So fliege ich bitte rückwärts. Bring mich ein bisschen ran. Irgendwas stimmt nicht. Jetzt hat. Okay. So ein bisschen näher ran an den Helikopter. Im Ernst, ist der geradezu. Guck mal ein bisschen auf die. Also ich habe ihn, der winkt denn quasi. Ich habe ihn ja markiert. Ein bisschen näher muss ich noch ran, bis ich die Stinger. Versuch. Ich bin auf deiner rechten Seite. Oben. Genau. Scheiße. Ich muss den ja quasi mal in die Mitte. Nein. Naja, es war ja klar. Ich muss da ja ein bisschen üben. Das ist voll blöd, weil ich kann ja nur, das Fadenkreuz ist ja starr. Ja. Ja, beim Heli. So, wenn ich versuch mal, vielleicht hilft es dir, mit den Pfeiltasten zu fliegen. Ach Gott. Pfeiltasten fliegen und Leertaste schießen. Ich meine, das Blöde ist ja, manch andere gehen ja zum Üben erstmal auf die Übungsmap. Ja, ne? Wir nicht, wir sinken alle. Weil das ist halt eine Sache mit der KD, die du denn... Natürlich, wenn du erst die Sachen üben musst, aber ich bin auch keiner, der jetzt unbedingt Wert auf die KD legt. Weshalb wir einfach mal mutiger sind. So, und wo das bist direkt du? Live probieren. Ja, so schaut's aus. Naja, so ist es halt, ne? Okay. Ja, irgendwann fängt jeder mal an und das. Ja, vor allem, ich probiere es jetzt mal mit dem Pfeiltasten. Mal schauen, wie das funzt. Kann ich mir jetzt zwar irgendwie nicht vorstellen. Du musst einfach aufpassen, dass du nicht zu hektisch. Das habe ich gerade gemerkt, ja. Ich wollte einfach jetzt den abballern. Es wäre natürlich einfacher, wenn ich es lasse und dich hinbringe irgendwie, dass du ballern kannst. Genau, dass ich dir alles spotte und du dann eben die Helis nicht, aber dann versuchst die Tanks zu attackieren. Irgendwie weil ich sowas, ja. Genau, weil ich habe ja die Stinger dabei. Das bedeutet, ich habe die Flugabwehr und damit kann ich denen auch schön was reindrücken. Juhu! So, schön vorsichtig hier. Hier ist meistens immer auf den Dächern irgendwas los. Weshalb wir jetzt einfach mal versuchen, so ein bisschen ranzupirschen. Da oben, D. Gut, wir nehmen ein, das bedeutet, dass hier niemand ist bisher. Sei vorsichtig, du stehst jetzt direkt auf dem Präsentierteller. Ja. Lalalala. Ich hab mich ein bisschen als Lockvogel, dachte ich,
Ah. Ne? Alles Taktik. Ja, alles total berechnet bei mir. Schön. So, da stehen ein paar Tanks. Jetzt muss ich schauen, wo du bist. Genau, du bist schon zurück. Vorgelaufen. Komm, ne? Zurück. Falsche Richtung. Ah! Jetzt hat er dich da umgefahren. So ein echt, Trottel. Ey, die Sau. So. Hier bin ich. Ja, seh dich. Folge mir, wir gehen jetzt durch den Untergang zu D. Jawohl. Sei vorsichtig, hier sind wieder viele Ecken und Kanten. Das bedeutet... Ja, man hört es irgendwie, ne? Irgendwo ist da was. Greif das Einsatzziel an! Na, die werden bei C sitzen. Ah! Oh! Hinter uns! Ja, scheiße, ich hätte mich mal umdrehen sollen. Gerade in dem Moment habe ich dran gedacht, glaubst du es? Da ist doch noch Aldi. Vielleicht habt ihr Glück und die beweisen uns noch. Ja! Ja! Wunderbar! Dankeschön. Da bin ich. Danke. Das ist ja echt nett. So. Sollte das ist wirklich dieser wunderschöne Bug, der seit dem letzten Update drauf ist, dass wenn du revived wirst, diesen wunderschönen... Ah, hinter uns. Wo? Nee, die sind vor uns. Diesen wunderschönen Revive-Bildschirm hast. Ah, ich steh im Weg, gell? In der Halle jemand oder was? Ja, mehr. Sicherlich über uns. Deshalb bleiben wir jetzt kurz hier unten und warten, dass sie runterkommen. So blöd sind und runterkommen. Ja, ich war so blöd und bin hoch. Wenn ich den jetzt dann kannst du jetzt am nächsten spotten. Was auch immer. Alter! Junge, wo war der denn gesessen? Ach, Sniper ist doch echt öde, oder? Da oben rumliegen. Der liegt da wirklich rum. Naja, sag ich halt. Also in den Häusern ist echt ziemlich bescheiden. Bescheiden, ja. Du musst immer schauen, dass du sie schnell wie möglich spottest. Auch wenn sie dich im nächsten Moment kriegen. Du hast einen anderen Skin jetzt, ne? Siehst anders aus. Ja, kann. Ja, ich denke schon. Also, deine Klamotten sind anders. Du warst einkaufen, Bina, ohne mich. Naja, Haarschnitt. Ach komm, ey. Danke, den hast du jetzt wenigstens noch erledigt, ne? Ja. Blöder Aldi, Dr. Bubble, boom! Naja, ich habe mir ein wenig beschädigt wenigstens davor. Ne, was ich jetzt vorhin sagen wollte, seit dem Patch ist halt, dass du, wenn du wiederbelebt wirst, hast du ja dieses Leertaste drücken oder Beitritt. Ja. Und wenn du Leertaste drückst, dann bleibt dieser Balken stehen und der ist direkt dort, wo dein Zielkreuz ist. Das bedeutet, ich habe jetzt gerade einen dicken, fetten Balken im Gesicht. Ja, ich sehe halt überhaupt nichts. Also Brett vorm Kopf. Brett vorm Kopf. Wirklich total, ja. Das ist sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, das werden sie ja vielleicht nochmal ändern, vielleicht? Ja, dann mit dem nächsten Pad. Dann machen sie wieder irgendwas anderes kaputt.